neue Versuchungen. Meine Brüder munkeln, Teil der Körper des Tirukan begraben wird. Einer der drei mythischen Herrscher des verlorenen Erdteils Atlantis. Und das ein Stück des atlantischen Erbes bei ihm liegt. Ein Anhänger, der zwischen den drei Herrschern des untergegangenen Erdteils Atlantis aufgeteilt wurde, um seine unermesslichen Kräfte im Zaum zu halten. Kräfte jenseits derer des Allmächtigen, des Schöpfers. Mir wird schwindlig von solchen Möglichkeiten, die so dicht an meinem sterblichen Selbst liegen. Jede Nacht geißle ich mich, um mir die Vorstellung auszutreiben, aber es ist wahrlich eine schwere Prüfung. Pierre, du Umweltverschmutzer. Willkommen in San Francisco, ey. Einem der ikonischsten Level, die es gibt. Bist du tot? Okay. Aber zugleich auch einer der schwierigsten. Unsere Aufgabe in diesem Level ist, einiges an Schlüsseln zu finden. Wir öffnen gleich mal die erste Tür. Die da oben. Nicht? Warum nicht? Achso, ich habe die Dinge jetzt noch nicht gemacht. Oh ja, ja, geht ja schon gut los. Die Schalter noch nicht betätigt. So, das ist jetzt der erste Streich, den wir machen. Hier begegnet uns auch ein neuer Gegnertyp. Der macht Narventheater. Umdrehen und sofort weiterschießen, denn der hat einen Bruder. Dass ich da springe, hat Methode. So, der nächste Bruder ist schon unterwegs. Na, wo bleibt er? So, auch tot. Und jetzt lernen wir auch unseren Gegenspieler kennen. Der wartet auch gleich hier draußen. Da ist er. Der smarte Junge in der Lederjacke wird uns des Öfteren begegnen und uns jedes Mal das Leben schwer machen wollen. So, wir schieben noch einmal weiter. Jetzt ist auch die Tür da oben offen. Wir sind auch kurz vorm ersten Secret. Da oben gibt es dann auch gleich ein großes Medipack. Das werden wir in diesem Level auf jeden Fall brauchen. Und gute Nerven. Letzteres vor allem mit Sicherheit. So, das Secret hier ist ein bisschen nervig. Es braucht einen perfekten Sprung. Nämlich einmal hier. Einmal hier und dann sofort weiterspringen, um nicht anzugreifen, beziehungsweise sich nicht festzuhalten. Ach komm, Mädel. Jedes Mal einen Ticken zu früh, was ich wegspringe. Das war gar nichts. Eieiei, das fängt ja schon wieder gut an. Ah, jetzt. Das Ganze, weil es so schön war, machen wir nochmal. Diesmal rückwärts. Und steigt bitte ja nicht. Ich wiederhole, ja nicht auf diese Platte hier. Die bricht euch unter den Füßen weg und ihr landet garantiert entweder mit sehr wenig HP oder ihr seid tot.
Und Tod ist, glaube ich, nicht das, was ich euch schenken will in diesem Level. Der Tod ist mit Sicherheit in diesem Level mit dabei. Da könnt ihr euch sicher sein. Bist du noch offen? Noch bist du offen. Da müsste sich mit einem kurzen Sprung ausgehen. Jo. So, geschafft. Wir sind erstmal drin. So, hier wird jetzt gespeichert. Und das würde ich euch an der Stelle, wenn ihr alle Secrets haben wollt, auch empfehlen. Denn jetzt wird es ein bisschen tricky, das nächste Secret zu erreichen. Ihr seht, hier geht es erstmal nach unten. Und das war's auch schon. Darf schon laden. Gut aufpassen jetzt. Einmal springen. Und gleich wieder springen. Und hoffen, dass ihr euch anhaltet. Wie gesagt, dieses Secret ist wirklich sehr, sehr blöd zu bekommen. Und dann müssen wir auch gleich zu Krokodoktor nach unten. Denn da wartet relativ bald das nächste Secret auf uns. Lasst euch nicht beißen. Gleich auftauchen. Raus. Nächster Secret. Und hoffen, dass der Alligator da ankommt. Und ihr ihm gleich ein paar mitgeben könnt. Komm zurück. Lara, das triffst du. Na gut, dann nicht. Wir erledigen ihn dann sowieso, sobald er am Trockenen ist. Wir werden nämlich hier das Wasser ablassen. Au, 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 au. Schnell raus. Hier ist der Platz, wo das zweite Secret war. Hier hättet ihr euch auch nach unten fallen lassen können, aber dann wäre das Secret hier in diesem Wassertunnel für euch nicht mehr erreichbar gewesen. So, der Ali ist weg. Das wird aber nicht der letzte gewesen sein, der uns begegnet. So Leute, und ab jetzt wird's lustig. Viel springen, viel sterben. Und da sehen wir schon einer der ersten Türen, Neptun. Dann gibt es noch Atlas, Thor, Damokles und all die schönen Leute, wie sie heißen. Und jede Menge Möglichkeiten runterzufallen und zu sterben. Wo ist sie? Wo ist die Flattermaus? Über mir. So, hier können wir gleich die erste Tür öffnen. Das ist die Tür zu Thor. Und da seht ihr eine Druckplatte. Ich empfehle euch auch an dieser Stelle, speichert das Spiel ab. So, vollste Konzentration jetzt.
Schnell, 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 schnell. Jawollo. Wir haben's. Das ist gar nicht mal so leicht, das hier zu bekommen. Wir haben nämlich nur wirklich sehr, 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 sehr kurz Zeit, um hier reinzukommen. Ich meine, das sollte reichen fürs Erste. Wir sehen hier auch schon die Schlüssel. 1, 2, 3, 4 an der Zahl sind's, die wir finden müssen in diesem Level, um diesen Level zu beenden. Klingt komisch und ist sau schwer. Also viel Spaß mit uns, beziehungsweise bei dieser Folge. Holt euch was zu knabbern, denn hier geht's rund. Ich weiß, dass du da bist. Du brauchst dich gar nicht verstecken. Hallo. Flattermaus. Ah, Momentchen. Wir haben was vergessen. Nämlich da. Oh. So wollte ich nicht wieder nach unten. Da unten ist ja schon einer der Schalter, die wir brauchen. Beziehungsweise einer der Hebel für eine der nächsten Türen. Für Atlas. Wir haben dann noch Damokles und Neptun. Thor werden wir jetzt dann gleich kennenlernen. Thor natürlich hat was mit Blitzen zu tun, ganz klar. Da in der Ecke ist Damokles. Der hat natürlich was mit Schwertern zu tun. Damokles Schwert, ne? Man kennt's, wenn man Geschichte ein bisschen aufgepasst hat. So, unser erster Kandidat. Und auch hier würde ich euch empfehlen, speichert ab. Ist Thor. Wo ist er? Am Seck. Aufpassen, nicht runterfallen. Die Gentaste könnte hier euer bester Freund werden. Ich sag, jetzt laufe ich direkt dran vorbei. Ich sag's euch, wie es ist. Wie ihr das Ganze angeht, ihr könnt natürlich auch gerne zuerst in andere gehen, wenn euch das lieber ist. So, speichert ab hier. Denn eigentlich ist Thor das Schwerere hier. Wir gehen direkt rein, wir sehen gleich die Kugel hier. Und hier sind ein paar. Genau. Wenn wir nicht aufpassen, trifft uns das nämlich. Und wir müssen Thors Hammer hier zum nach unten fallen bringen. Wir müssen nicht direkt auf den Hammer drauf. Sondern wir müssen uns hier den ersten Schlüssel holen und der ist da oben in der Ecke. Dafür nehmen wir uns gleich den nächsten Quader hier. Damit wir auf das Podest da oben können und dementsprechend auch den Schlüssel holen können. Ich würde euch empfehlen, lasst einen dazwischen frei, damit ihr wieder auf den unteren hüpfen könnt, ohne wirklich Schaden zu nehmen. Also so wie es jetzt ist, dass eins dazwischen frei ist. Das Medipack hier, das nehme ich ganz gerne. Ich glaube, man hat schon gesehen, da nach drüben geht eine. Überführung, so. Und hier haben wir den ersten Schlüssel.
Zack. Hier haben wir auch noch ein schönes Relief von Thor. Wie man ihn sich so vorstellt. Nordischer Gott. Und wie gesagt, ich hasse diesen Level und liebe ihn für seine Genialität zugleich. Es ist, wie es ist, der erste Teil, es ist einfach der beste. Finde ich zumindest. Passt wieder auf bei den Platten hier. Bringt drüber. Danke. Wie viel hat es mich gekostet? Naja, geht. So, unser Freund ist auch wieder unterwegs, also passt auf, der wird auf uns schießen. So, unser Freund ist natürlich schon unterwegs und schießt auch schon fleißig auf uns. Wir können ihn nur leider von hier oben aus nicht wirklich was anhaben. Für uns geht es jetzt hier an der Seite weiter, wo ich vorhin schon rauf wollte. Das Problem ist, der wird die ganze Zeit auf uns schießen. Das wäre es beinahe gewesen. Die merzen wir jetzt langsam auch aus. Vorne müsste dann wieder ein Medipack abzugreifen sein. Und hier müssten wir dann auch den letzten Schalter finden. Beziehungsweise Hebel finden. Oder auch nicht. Weil ich mich verfranzt habe. Nee, da ist er eh. Passt schon. So, der öffnet jetzt Damokles. Und da ist das Medipack. Wir müssen natürlich wieder zurück. Schaut, dass ich den gar nicht mal allzu oft treffen kann. So, wir gehen rein bei Atlas. Da ist ein Affe. Um die Ecke. Aufpassen. Das ist jetzt nicht ganz so optimal gelaufen, wie ich es haben wollte, aber naja. Wow. So, hier haben wir jetzt eine Kugel. Diese müssen wir auslösen. Das macht ihr am besten so. Und sobald ihr die hört. Und so bleiben bitte. Dann ist das Rätsel aus diesem Raum eigentlich auch schon gelöst. Wir können dann hier nach oben springen. Und zwar zu wenig. Und kriegen den nächsten Schlüssel. Somit wären 2 von 4 bis jetzt gelöst. Bleiben noch Neptun und Damokles. Und unser Freund, der auf uns schießt. Wo ist er? Ist er hier irgendwo? Erwische ich ihn von irgendwo? Nö. Gut. Dann nicht. Moment, mich juckt's.
So, ich würde mir vorschlagen, wir gehen jetzt ganz nach oben. Moment, ich bin, glaube ich, gerade ein bisschen auf der... Nee, passt schon, passt schon, passt schon. Ich bin nicht auf der falschen Seite, passt schon. Ich höre Flattermänner, ich sehe sie aber nicht. Ich will nur nicht zu viel von denen abgeschossen werden. Den haben wir jetzt noch, bis wir den Level beenden können, an der Backe. So, Neptun ist eigentlich wieder, eigentlich, sagen wir mal, relativ einfach. Relativ ist relativ. Aber wir haben natürlich Zeitdruck, denn Neptun hat natürlich was mit Wasser zu tun. Und wir wissen, Wasser kann mitunter eine ziemlich unschöne Erfahrung sein. Ich würde euch deshalb empfehlen, dass ihr ja auch noch mal eine kleine Sicherheitsspeicherung anlegt. Ich muss nur kurz schauen, ob da jetzt ein Item war oder nicht. Nee, da war nichts. Ich werde selbiges tun. Es geht ziemlich fix nach unten und dann gleich hier an der Seite nach oben. Da haben wir einen Schalter. Ihr braucht keine Angst wegen dem Krokodil haben, gibt es hier keins. Wir haben auch hier gleich dann den Schlüssel. Aber eben auch einen immensen Zeitdruck, da wieder rauszukommen. Und ich habe mich schon verfranst. Das kostet schon mal wertvolle Sekunden jetzt bei mir, müsste sich aber noch ausgehen. Na, gerade mal so. So, und jetzt geht's nach unten zu Damokles. Damokles ist unser letzter Aufenthalt, unser letzter Schlüssel, den wir brauchen. Ist da irgendwo in der Ecke? Ich weiß noch nicht, ist es schon die Ecke oder nicht? Nein, das ist noch nicht die Ecke. Und das ist auch nicht die Ecke, wo ich mich runterfallen lassen soll. Das ist Atlas, da ist Damokles. Ne, das ist Thor. Dann ist da in der Ecke Damokles. Und Damokles hat natürlich was mit Schwertern zu tun, wie ich schon gesagt habe. Au. Hätte auch klappen können. Manchmal klappt's. Mitgegeben hat er mir auch noch eine Depot. Schauen wir mal, ob wir ihn von hier aus nicht schon den Garaus machen können. Er hockt nämlich da unten mit ein paar Berglöwen und macht sich quasi lustig über uns. Wo ist er? Ich will eigentlich nur erreichen, dass er abhaut. Solange der Balken noch aktiv ist, ist der noch da. Und ist frech. So, jetzt ist er weg. Das ist mir schon mal leichter zumute. Dann schießt er nicht mehr auf uns. Sind nur noch die Berglöwen da.
Na komm schon. Na, wo seid ihr? Angeschlagen sind sie ja zumindest schon mal. So, das war der erste. Und wenn der zweite schon ordentlich angedamaged ist, dann ist der auch kein Problem mehr. So, Damoklesschwert. Ich würde euch eine letzte Speicherung empfehlen, weil der kann ziemlich unangenehm werden. Ihr seht hier an der Decke überall Schwerter. Und diese Schwerter fallen zwar jetzt noch nicht nach unten, aber sobald wir den Schlüssel haben, sehr wohl. Und das hier schreit ja schon förmlich danach, dass da oben auch was ist. Ein Medipack und Munition. Da. Hätten wir alles. Aua. So, jetzt ganz vorsichtig. Ja, genau so geht das aus. Ich würde euch empfehlen, ganz langsam rauszugehen. Da passiert am wenigsten. Da geht es sowieso nicht. Und schaut euch immer um, wo an der Decke diese Schwerter sind. Die kommen runter, ob ihr wollt oder nicht. Und jetzt nicht panisch werden, denn da ist auch noch eines, das ist ziemlich versteckt. Hast du das schon? Ja. Jetzt könnt ihr panisch sein und rauslaufen. Ja, na, du wartest natürlich genau hinter mir. Du Sack. Jetzt ist unsere letzte Aufgabe, die Schlüssel einzusetzen. Und das war's dann auch. Nach und nach öffnen sich jetzt hier die Schlösser. Zack. Zack. Und noch einmal zack. Und ein letztes Mal, dann haben wir es. Perfekto, einer der schwierigsten Level ist somit abgeschlossen.